Was muss noch getan werden, damit die Demokratie auch zukunftsfähig ist? Momentan sehe ich, dass viele Menschen auf einer gewissen Ebene miteinander sprechen, aber dass es Unterschiede gibt, in wie wir miteinander reden und dass teilweise Inhalte einfach nicht flächendeckend transportiert werden oder man sich vielleicht auch gar nicht hören möchte. Also ich finde, dass wir da einen Konsens finden müssen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben und als Gesellschaft miteinander sprechen können wollen. Was müssen die Jugendlichen tun, damit die Demokratie auch weiterhin die gesellschaftliche Grundlage in Europa bleibt? Wie gesagt, sie dürfen nicht aufhören, miteinander zu sprechen und wirklich alle mit einzubeziehen und sich vor allem nicht aufhören, sich für die Politik zu interessieren. Also was jetzt auch ziemlich viel klar wurde in den Gesprächen, in den Seminaren, ist, dass ein gewisser Teil von Jugendlichen vielleicht denkt, es passiert ja sowieso nichts und sich deswegen abwendet und versucht, Alternativen zu finden. Und ich denke, es ist wichtig, dass sie dabei bleiben und wirklich versuchen, die Politik auf ihre Art und Weise zu verändern, nicht frustriert sind, im Dialog bleiben und eben versuchen, so die goldene Mitte zu behalten, also nicht irgendwo links oder rechts extrem auszuarten.